Moin moin liebe Fußballfreunde und herzlich willkommen zum neuen Interview hier auf dem Zweikanal. Nach kurzer Abstinenz ist es mal wieder soweit, wir müssen uns über Real Madrid unterhalten, denn gestern Abend hat man sich in der Champions League ein weiteres Mal mehr oder weniger blamiert. Über mein letztes Video habt ihr ja letztendlich schon erfahren, warum ich nicht unbedingt der Meinung bin, dass man sich gegen den FC Barcelona wirklich blamiert hat. Gegen AC Mailand sieht das Ganze aber schon wieder eine ganze Ecke anders aus und wir müssen uns meiner Meinung nach aktuell gerade über den Verfall bzw. den aktuellen Untergang von Real Madrid unterhalten. Viele, viele Fragezeichen, viele Dinge, die dieses Jahr ganz schwierig wären. Und dementsprechend wird es wieder ein kleines, vollgepacktes Video. Du abonnierst diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen, wenn es rund um Real Madrid und im besten Fall auch um Fußball geht. Momentan alles sehr Real Madrid getrieben, aber für den Rest fehlt mir ein bisschen die Zeit. Und deswegen würde ich sagen, lass gerne auch ein Like und Kommentar, um mich selber wissen zu lassen, was deine Meinung zur aktuellen Verfassung von Real Madrid ist. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal direkt an. Man musste sich gestern 1:3 gegen AC Mailand ein weiteres Mal zu Hause geschlagen geben. Wenn wir ganz ehrlich sind, wir haben keinen wirklichen Stich gesehen. Es ist der Wahnsinn, wie unfassbar schlecht momentan Real Madrid als Kollektiv spielt. Und genau das Kollektiv ist das, worüber wir uns heute ausführlich unterhalten müssen. Es ist relativ simpel, natürlich immer Sündige rauszusuchen und auf einem einzigen Spieler rumzuhacken. Natürlich für viele ist es momentan auch einfach Mbappé. Die Leute sagen immer noch, ja, da sieht man mal wieder, wie wichtig Kroos war. Real Madrid wusste Kroos nicht zu schätzen, als ob Real Madrid Toni Kroos nicht zu schätzen wusste. Heilige Scheiße. Aber darum soll es jetzt nur bedingt gehen, sondern es geht wirklich über das große Ganze und vor allem, weil sich die meisten Probleme letztes Jahr schon angebahnt haben, aber durch individuelle Qualität und eben bestimmte Mechanismen, die man letztes Jahr gut nutzen konnte, konnte man das Ganze kaschieren. Das heißt, Carlo Ancelotti ist definitiv angezählt. Carlo Ancelotti müsste wahrscheinlich, so hat es sich anhört, in der nächsten Zeit auch immer den Verein verlassen, wenn es nicht besser wird. Aber wir haben eine Zwickmühle. Und über diese Zwickmühle wollen wir jetzt gleich reden. Dementsprechend fangen wir doch erstmal ganz vorne an. Wir werfen nochmal ganz kurz einen Blick auf das Spiel von gestern Abend. Denn hier werden wir nämlich sehen, dass die Real Madrid-Spieler gar nicht mal mit so super schlechten Bewertungen unterwegs waren. AC Mailand hat wiederum aber weite Strecken wirklich in der Fünferkette verteidigt, gerade nach dem 1:0. Die haben relativ wenig versucht anbrennen zu lassen, aber wir sehen allen voran bewertungstechnisch, dass Follomondi und Lucas Vazquez, keinen Stich gesehen haben. Es ist wirklich brutal. Ich mag Lucas Vazquez als Mensch und meiner Meinung nach ist er wichtig für Real Madrid, gerade als Spieler, wenn er von der Bank kommt, weil er offensiv immer wieder leicht Akzente setzen kann und ja letztendlich auch seine gewisse Qualität mit sich bringt. Aber als reiner Rechtsverteidiger ist das momentan Worst-Case-Szenario. Und ich glaube, dass diese Saison mehr oder weniger als Learning genutzt werden sollte, wo ich hoffen würde, wenn Carlo Ancelotti demnächst irgendwann mal umdenkt, dass man eher auf jüngere Spieler setzt, dass man genauso wie Barcelona die Spieler, die man in der Akademie hat, Spieler, die große Talente sind, und Real Madrid hat unfassbar große Talente, worüber nur wenige Leute reden, weil eben bei Real Madrid die meisten Leute kaum Einsatzzeit bekommen etc. Ich glaube, dass sogar momentan immer noch aus den letzten 10 Jahren oder so kamen die meisten Spieler, die aus einer Akademie kommen, aus den Top 5 europäischen Ligen und in Top liegen, beziehungsweise auch bei Top-Vereinen unterwegs sind, Real Madrid immer noch vor Barcelona liegt. Also das heißt, der Output, der ist ja definitiv da, aber das bringt ja alles nichts, wenn man das Ganze selber nicht nutzt. Dementsprechend muss man vorsichtig sein. Mit Federico Valverde war irgendwas im Raum, ich habe das nur danach mitbekommen, in der Pressekonferenz bezogen auf Carlo Ancelotti, dass da scheinbar irgendwas mit seiner Frau war und die soll was auf Twitter gepostet haben. Da habe ich keine Ahnung, was da los war oder sonst was, da möchte ich jetzt gar nicht zu sehr großartig drüber reden. Dann haben wir mit Odriozola Tchouaméni gespielt, der momentan auch seiner Leistung hinterherläuft. Luka Modric, wo man einfach merkt, dass er natürlich immer noch in der Lage ist, ein, zwei schöne Akzente zu setzen. Aber auch hier ist er mittlerweile einfach über seinen Zenit. Und das ist völlig in Ordnung bei dem Alter. Plus ein Jude Bellingham, der momentan irgendwo und nirgendwo rumläuft. Und Vinicius Junior und Kylian Mbappé, die immer noch dieselben Probleme haben. Sie können momentan einfach nicht ihre Abläufe anständig aufeinander abstimmen, um dann als Team sehr gut zu funktionieren. Und hier möchte ich eine Sache nochmal ganz kurz vorab sagen. Wenn wir uns die Statistiken angucken, die kann man gerne wieder das Fass aufmachen, dass Real Madrid sogar mehr Expected Goals hatte als beispielsweise AC Mailand. Dass Real Madrid genauso viele Großchancen hatte wie AC Mailand. Dass Real Madrid sogar mehr Schüsse abgegeben hat als AC Mailand. Das alles ist aber Statistik. Und tut mir bitte einen Gefallen, im Fußball ist es schön und gut, wenn man sich auf Statistiken beruft. Und dahinter kann man sich immer mal wieder verstecken und damit kann man auch definitiv mal Sachen erklären. Aber das, was man mit dem Auge sieht, wenn man sieht, wie Real Madrid momentan spielt, dann weiß man, da passt es hinten und vorne nicht. Und jetzt kommen wir nämlich zum entscheidenden Punkt. Letztes Jahr war das meiner Meinung nach auch schon der Fall. Denn, wenn man ganz klar über letztes Jahr einmal redet, dann muss ein Name natürlich immer wieder fallen. Das ist Jude fucking Bellingham. Wildes Bild, by the way. What the fuck? Das ist einfach Jude fucking Bellingham. Warum? Aus einem relativ simplen Grund. Wir gehen mal ganz kurz auf seine Leistungsdaten und sehen hier nämlich, dass er letztes Jahr, gerade in der Hinrunde bei Real Madrid, wirklich mehr oder weniger alles zerrissen hat. In 42 Spielen, beziehungsweise in 28 La Liga-Spielen, hat er 19 Tore und 6 Vorlagen erzielt. Das sind einfach mal ganz knackige 25 Scorer im 19 La Liga-Spiel. Davon das meiste fast alles in der Hinrunde. Immer dann, wenn Real Madrid, und wir haben alle Spiele,
alle Spiele letztes Jahr gemeinsam bei mir im Stream geguckt als Watchalong. Wie oft habe ich mich darüber aufgeregt, dass die Strafraumbesetzung, da hat nämlich Real Madrid häufig in der engen Raute gespielt, Bellingham ist ja mehr oder weniger zum Zehner geworden und Vini und Rodrigo waren beide vorne zum Beispiel als Doppelsturm unterwegs oder die sind dann beide nach außen gegangen und Bellingham ist dann ins Zentrum, sage ich mal so, als Hängespitze eingerutscht. Ist ja auch schön und gut. Das sehen wir hier beispielsweise auch. Gespielte Position, Mittelfeld, hängende Spitze und Mittelsturm sogar auch einmal. Letztendlich war es aber immer das offensive Mittelfeld, wo er unterwegs war und dann immer sehr weit nach vorne eingerückt ist. Der entscheidende Punkt ist aber, dass Bellingham einfach die ganzen Fehler, die Real Madrid kaschiert, also beziehungsweise hatte, kaschiert hat. Er war ganz häufig da und hat in den letzten Momenten durch einen guten Run und vor allem, weil er auch das nötige Glück am Fuß hatte. Das sehen wir gerade beim FC Barcelona, das sehen wir bei einem Rafinha und bei anderen Spielern, die momentan extrem über ihre Leistung hinauswachsen und dadurch eine gewisse Konstante entwickeln und eine gewisse Selbstverständlichkeit in dem Spiel implementieren. Das war alles bei Bellingham auch gegeben. Der hat uns in so vielen Spielen den Arsch gerettet. Den einzig großen Vorteil, den Real Madrid letztes Jahr hatte, Real Madrid war defensiv sehr stabil. Das heißt, die Stabilität, die man dann hatte, damit hat man dann das Fundament aufgebaut und wenn du nur ein Gegentor bekommen hast oder gar kein Gegentor bekommen hast, hat es gereicht, wenn du ein oder zwei Tore geschossen hast, um letztendlich zu gewinnen. Dann hat das Mittelfeld natürlich nochmal besser funktioniert. Einfach natürlich auch ein Toni Kroos, der mit den Seitenverlagerungen und allem drum und dran viel, 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 viel besser seine Spieler in Szene setzen konnte. Ist es jetzt nicht so, die Leute tun immer so, als wäre Toni Kroos derjenige gewesen, den man jetzt natürlich vermisst zu 100%, weil die Qualität, die Toni Kroos hatte, die hat aktuell kein Spieler bei Real Madrid. Zumindest nicht die Leute, die in der Startaufstellung stehen. Ja, gerade wenn es um die Seitenverlagerung geht, die Art und Weise, wie man das Spiel diktiert, das war schon immer alles sehr, sehr geil und das war natürlich auch sehr, sehr wichtig. Aber teilweise wurde immer so getan, als hätte Toni Kroos in jeder Saison irgendwie 40 Vorlagen gemacht und selber 20 Tore geschossen und die ganze Mannschaft getragen. Nein. Natürlich, wie gesagt, viele Bälle, die als Vorlage zur Vorlage waren, die eine gewisse Vorlage oder beziehungsweise das Spiel gut breit machen konnten, dass daraus was Gutes entstanden ist, etc., etc. Das will ich alles gar nicht der Qualität absprechen. Aber nichtsdestotrotz wurde damals oder letztes Jahr auch regelmäßig ein Rossellou eingewechselt als Notbackup, damit man immer mal wieder einen Stürmer bringen kann, der dann vielleicht das ein oder andere Spiel nochmal entscheiden konnte. Und auch das konnte der. Warum? Weil denn eine gute Strafraumbesetzung da war. Und der Rest, wie gesagt, hinten selten angebrannt ist. Dieses Jahr sieht es anders aus. Und das größte Problem, was wir haben, das sehen wir nämlich jetzt gerade auch schon hier in der Art und Weise, wie die Bewertung der Spieler aussieht. Unsere Verteidigung ist ganz, 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 ganz wackelig. Einfach an, wie gesagt, Föller Mondi, der seiner Leistung vom letzten Jahr extrem hinterherläuft. Auch hier haben wir keinen richtigen Ersatz. Mit Fran Garcia, ja gut, der kann halt laufen und offensiv seinen Input setzen, aber defensiv ist er auch nicht sonderlich stark. Lucas Vazquez kann natürlich als nicht richtig gelernter Links- bzw. Rechtsverteidiger kein Dani Carvajal unvergessen machen. Das ist nearly impossible. Hinzu kommt, dass in Eder Militao teilweise gerade dann, wenn wir hinten lagen, immer wieder so Aussätze hatte, wo der ganz weit nach vorne gelaufen ist. Also hier sehen wir das teilweise auch an der Heatmap. Bei einem Gegentor beispielsweise stand er wieder mal, wo wir dann, ich glaube, das müsste das 3-1 gewesen sein oder so, weiß ich gerade gar nicht mal so genau, hat er versucht, hier rauszupressen, um den Ball zurückzuerobern und dann konnte beispielsweise AC Mailand das Spiel über außen breit machen, den Ball quergelegt und dann das Tor erzielt. Ich habe jetzt keine Screenshots gemacht von den ganzen Szenen, weil wie gesagt, das Problem, was Real Madrid hat, das ist gerade nicht nur gegen AC Mailand der Fall, sondern das zeichnet sich die ganze Saison ab. Es war letztes Jahr auch schon da, das ist das, worauf ich hinaus möchte, man konnte es aber sehr gut kaschieren. Ancelotti und der Kader konnte es sehr gut kaschieren. Dadurch, dass aber vorne momentan der Input fehlt und hinten man zu viel kassiert, ist das Gleichgewicht einfach nicht mehr gegeben und das Mittelfeld kann es nicht auffangen. Wie gesagt, es ist zu einfach, einen Sündigen zu suchen, um jetzt auf Kylian Mbappé draufzuhauen und sagen, wie kannst du nur, wie kannst du nur, wie kannst du nur. Ich bleibe dabei, für mich hat Kylian Mbappé weiterhin Weltenschutz. Denn sind wir mal ganz ehrlich, ein Spieler, der aus einer anderen Liga kommt, zu seinem wahrscheinlich Herzensverein, wo er als Kind mehr oder weniger immer von geträumt hat. Dann nur wiederum nach einem Status, nachdem er die Champions League mehr oder weniger mit ein bisschen Glück gewonnen hat. Real Madrid, muss man natürlich ganz klar sagen, hat in den letzten Jahren nie richtig schön und richtig geilen Fußball gespielt. Vieles war einfach Pflichtsiege, beziehungsweise vieles war dann einfach individuelle Qualität, wo du dich über 90 Minuten hinten raus irgendwann nochmal durchsetzen konntest, weil dann die anderen Mannschaften nicht mehr mithalten konnten. Aber auch diese Intensität ist irgendwie weg. Ich weiß nicht, ob das an einer fehlenden Vorbereitung liegt, die viele Spieler letztendlich hatten und wo da genau das Kind dieses Jahr in den Brunnen gefallen ist, aber es passt hin und vorne nicht. Abläufe sind nicht da. Jude Bellingham eiert wie sonst jemand über den Platz und versucht immer mal wieder offensiv Input zu setzen. Der war gestern auch teilweise sehr offensiv und hat immer wieder den Weg zwischen die Spitzen gesucht, aber die Bälle kamen nicht. Und da kann Jude Bellingham machen, was er möchte. Das tut mir so leid. Die Saison von Bellingham ist ja einfach nicht, die ist ja nicht schlecht, sondern Bellingham bekommt viele Bälle nicht, wo er sich gut bewegt und dann, wenn er selber gute Ideen hat und seine Spieler einsetzen möchte, sind es dann teilweise unglückliche Fehlpässe von ihm. Das kann man
ihm natürlich ankreien. Oder die Spieler machen dann wiederum die Läufe nicht. Das heißt, das ist gerade ein Worst-Case-Szenario, was sich hier gerade entwickelt. Und hier muss man eine Sache ganz klar sagen. Man kann momentan den Trainer mehr oder weniger nicht vor die Tür setzen. Das heißt, egal wie groß dieses Problem wird, egal wie sehr vielleicht Ancelotti immer die Connection zu dieser Mannschaft verliert oder in der Kabine verliert. Laut seinen Aussagen ist das natürlich Quatsch und alles drum und dran. Und ich weiß selber nicht, ob das Ganze stimmt. Da will ich auch gar nicht zu sehr drüber urteilen. Das Spiel macht momentan einen leicht anderen Eindruck. Aber, und das muss man auch ganz klar sagen, die größte Problematik für mich ist hier einfach an der Stelle, dass man eben auf Xabi Alonso im Sommer wartet. Also Xabi Alonso ist derjenige, der das Ganze mehr oder weniger denn in die Bahn lenken soll, der mit einer neuen Idee um die Ecke kommen soll, der das neue Real Madrid formen soll mit den ganzen Spielern, die letztendlich da sind. Aber den kannst du frühestens nächstes Jahr im Sommer haben. Willst du jetzt Xabi Alonso, willst du jetzt einen Carlo Ancelotti vor die Tür setzen, die ja interim teamsmäßig einen anderen Trainer da letztendlich hinsetzen und dann mit dem die Saison zu Ende spielen und alles drum und dran? Das ist meiner Meinung nach auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Dann kann man es letztendlich einfach mit ihm auslaufen lassen, man nimmt das Sabbatjahr, sage ich mal, hin und dann schaut man mal, dass es in irgendeiner Form weitergeht und man dann einfach sieht, dass man das Ganze wieder in die Bahn gelenkt bekommt. Aber wie gesagt, alles in allem ist das eine ganz, 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 ganz schwierige Angelegenheit und eine ganz, ganz schwierige Situation, über die man sich hier jetzt gerade unterhalten muss. Vor allem, wenn man immer noch im selben Atemzug zwei oder drei sehr talentierte Spieler letztendlich auf der Bank sitzen hat, die man immer mal wieder bringen könnte und man denen keine Chance gibt. Dass ein Dani Ceballos, einen Arda Güler momentan kontinuierlich vorgezogen wird, ist meiner Meinung nach ein Desaster. Dass man einem Endrick keine Einsatzzeit gibt, egal wie gut oder schlecht er in den anderen Partien war, aber man ihm kein Vertrauen schenkt, ist ein ganz, ganz schlechtes Signal an diese Mannschaft und vor allem natürlich auch nach außen auf den Transfermarkt hin. Das heißt, du bist ein junger Spieler, dein Ziel ist es, bei Real Madrid zu sein, dann solltest du es niemals machen, wenn du nicht ansatzweise denkst, dass du die Chance hast, in der Startelf wirklich zu landen, weil ansonsten wirst du auf der Bank versauern. Und das ist so bad. Es ist so bad von Ancelotti und dem Trainerstab, weil gerade Barcelona es doch momentan vormacht. Man sieht doch, was mit jungen Spielern und allem drum und dran möglich ist. Die kannst du mehr formen, die reißen sich den Arsch auf, die wollen was beweisen. Und wenn ein Mbappé gerade nicht läuft, dann setz ihn auf die Bank. Das ist in Ordnung. Damit muss und wird er umgehen können. Selbiges gilt für Vini, selbiges gilt für Luka Modric, selbiges gilt für Tchouameni, Camavinga oder für jeden anderen Spieler. Auch ein Federico Valverde. Siehst du, dass er mal eine Pause bekommt, damit der sich regenerieren kann. Denn ich bin ganz ehrlich, das Spiel hat gestern einfach gezeigt, wie schlecht es um Real Madrid wirklich steht. AC Mailand ist völlig durchwachsen in die Saison gestartet, ähnlich wie bei Real Madrid. Aber zu Hause so vermöbelt zu werden, so nenne ich es einfach mal, weil man über weite Strecken keine Idee irgendwann mehr hatte, hinten super anfällig war und alles drum und dran, und dann 1-3 bzw. fast wieder 1-4 kassiert hätte, nachdem man schon im Klassiko 0 zu 4 den Kopf hinhalten musste, zeigt einfach nur, hier stimmt es hinten und vorne nicht. Wie gesagt, letztes Jahr hat es sich angedeutet, der Untergang war da mehr oder weniger schon im Gange, man hat es nur mehr oder weniger kaschieren können und dieses Jahr bricht das Kartenhaus so ein bisschen zusammen. Das ist dasselbe Problem, was meiner Meinung nach auch Borussia Dortmund unter Terzic hatte, denn auch hier hieß es immer mal wieder, der Fußball, der gespielt wurde, war katastrophal, aber man hat ja die Punkte geholt. Wenn die Punkte aber ausbleiben und der Fußball bleibt übrig, dann fällt den meisten Leuten eigentlich erst auf, was da letztendlich alles für eine Scheiße passiert. Und genau das ist das Problem, was Real Madrid gerade hat, nur in einem etwas größeren Stile. Deswegen bin ich selber super enttäuscht und super sauer. Nein, nicht unbedingt. Meine Erwartung dieses Jahr war, und das habe ich selber schon vorher angekündigt, dass ich glaube, dass Real Madrid eine titellose Saison spielen wird, weil einfach der Erfolg, gemessen daran, wie man gespielt hat, in den letzten Jahren eigentlich fast zu groß war und man phasenweise einfach das nötige Glück und eine gewisse Selbstverständlichkeit bei sich auf der Seite hatte, die irgendwann mal verschwinden muss. Und genau an diesem Zeitpunkt sind wir jetzt angekommen. Meiner Meinung nach sollte man dieses Jahr einfach nun so sanft austropfen lassen wie nur möglich, probieren Schadensbegrenzung zu betreiben, dass man schafft, irgendwie trotzdem noch mit Barcelona zu konkurrieren und dass man nicht klanglos untergeht in der Champions League, um dann wiederum im Sommer einen Restart zu versuchen mit beispielsweise Xabi Alonso oder einem Trainer. Wird das Ganze dann besser? Wir werden es herausfinden. Allen voran wünsche ich mir aber auf jeden Fall bei Real Madrid jemanden, der sowohl die Jugend anständig einbindet und sie weiterhin fördert, aber allen voran natürlich auch die Rohdiamanten, die im Kader da sind, weiterhin schleift und allen voran auch weiterhin dazu anstachelt, dass sie weiterhin ihre Leistung probieren zu forcieren, um dann natürlich auch an sich selbst weiterarbeiten zu können. Das wäre jetzt ein sehr weirder Satz, tut mir leid auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz ist Carlo Ancelotti hierfür langfristig nicht mehr der Richtige. Ist es Xabi Alonso? Wir werden es nicht wissen. Kann man nur hoffen, dass es Xabi Alonso ist? Definitiv. Aber das war es erstmal von meiner Seite aus. Morgen kommt ein ausführliches Video nochmal zur aktuellen Situation bei Real Madrid über eben Arda Güler und die Zukunft, die ihnen da ganz, 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 ganz schwierig werden könnte. Dementsprechend abonniere gerne den Kanal, um nichts zu verpassen. Lass ein Like und einen Kommentar da und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann, peace, peace. See ya. Ciao, ciao.